Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Rust. Ja Leute, wie ihr seht, mit dabei der Natrixer. Moin. Noch ein bisschen angeschlagen, aber... Ja, das werden wir hinkriegen, ne? Wir schauen mal. Wir gehen mal hier ins Klärwerk. Also wo ich alleine gespielt habe, war einer, hier war Nackter, der war oben auf dem Turm drauf. Nackter. Hier hinten auf den Turm, wo der so hochspringen muss. Ich habe keine Ahnung, ob das ein Abwehr war oder was. Ich habe den auch angeschossen, aber... Keine Ahnung. Da stand er drauf, da oben. Ja, mal gucken. Wie irgendwelche Kisten rumstehen. Sieht aber auch schlecht aus. Na gut, wenn der gerade hier mit seiner Waffe durch ist, wird er natürlich alles mitgenommen haben hier. Ich denke mal. Ich habe natürlich jetzt auch kein Licht mit. Ach, ja, aber ich hatte nicht, ja ne? Vor... Nee, die hat er ja gelootet. Also können wir auch nicht unten rein. Ja, auf dem Dach ist auch nichts. Aber wir können ja mal die Straße entlang hier Richtung Schüssel gehen. Was können wir tun? Gucken, ob hier was rumsteht, loottechnisch. Haben sie schon mitgenommen oder was? Obwohl, da ist doch was. Kühlschrank, ja. Da habe ich drauf gewartet. Ja, den brauchen wir auf jeden Fall. Das heißt ja mal ein Revolver oder wenigstens ein Waterpipe, aber nein. Lass mal weiter latschen. Ja, den Wald haben sie ganz cool jetzt gemacht hier, ne? Also. Das sieht nicht schlecht aus, ja. Hier kannst du dich auf jeden Fall auch verpissen, wenn du verfolgt wirst. So, die Tannen, das ist schon echt dicht, ey. Was haben wir denn für eine Blaupause? Den habe ich doch schon mal. Hast du hier schon Kamin-Blaupause? Ich habe eigentlich alles außer diesen Wassersammler. So von diesen ganzen Kackdingern. Na warte mal, ich gehe mal kurz hier hoch, hier so ein Metallstein. Können wir mal mitnehmen. Zack. Warte mal kurz, ich muss mal kurz was essen. Ja, mach mal. Hatte ich vorhin natürlich wieder vergessen. Wie immer. Was sind das? Dekorativer Lebkuchenmänner. Ja, kannst am Tannenbaum machen. Ja, toll. Ich hab gedacht, das kann man essen. Lebkuchen essen. Ne? Naja, wäre schön. Na, wie steht hier nicht rum, ey? Aber die Pilze sind größer geworden, kann das sein? Kann ich dir nicht seriös beantworten. Also die sehen größer aus, ne? Na, hier drüben ist auch nochmal was. Auch nur Fässer oder was, ey? Stuff. Ja, ansonsten müssen wir gleich mal Richtung Airfield, da ist immer gut was los. Da habe ich eigentlich fast immer Action gehabt. Aber da war auf jeden Fall auch fast immer Loot an der Straße. Weil hier ist ja auch ein bisschen was, so ist ja nicht. Ja, was ist denn hier dran?
Munition, Hochgeschwindigkeitsmunitions, bla bla bla. Ach, immer diese Kackpfeile hier. Ah, Knochenpfeile hier. Ladentheke. Yeah. Aber aus Holz. Ja, ja, ich weiß, die andere findet es ja eh nicht. Ja, lass uns mal hingehen jetzt, Schüsse. Vielleicht stehen da hier ein paar Kisten rum. Und da oben steht da schon mal eine. Dann wird auch vor anderen Schüsse auch eine stehen. Ja, genau, geh du mal die rechte, ich nehme die linke. Schüssel. Oh, hopf zu. Kommt da noch ein Airdrop geflogen. Nur Scheiße. Zahnräder. Oh, so richtig gelohnt hat sich's nicht. Wie immer. Könnt eh noch nicht viel mit den Schüsseln anfangen hier. Jetzt haben wir zwei Fässer. So. Ein Regal. Na, was haben wir für Blaupause? Kleine Pflanzenkiste. Mhm. So kann ich den nicht lernen. Habe ich die schon gelernt? Da willst du wohl. So, was ist hier mit diesen Hütten? Ist hier noch was drinne? Oh, eine Kiste sogar. Ja, geh doch rein, Junge. Oh, ein Shotgun-Geschütz. Das wäre schon natürlich schon mal nicht schlecht. Also ich bin hier bei den beiden Hütten hier hinter den Schüsseln, ne? Richtung Berg quasi, Richtung Berg. Ach so, da, ja. War schon wieder ein Stückchen weiter. Du bist weiter die Straße, oder was? Ne, ich bin jetzt auch bei deinen Hütten hier. Ach, du bist ja noch. So. Wo wollen wir hin? Ja, am besten wären wir kurz nach Hause und dann zum Airfield. Können wir machen. Oh, der Shotgun-Geschütz wäre schon nice. Könnten wir wenigstens mal so ein bisschen was absichern. Ja, die haben den Kies hier jetzt besser gemacht. Ja, wie gesagt, die komplette Grafik-Engine ist... Also ist gleich noch die gleiche Engine, aber irgendwie... Ja, verfeinert halt, ne? Naja, alles so, die ganzen Texturen noch. Kann ich hier nochmal den Stony eben mitnehmen. Nehme ich den da vorne mit. Und mal hier oben. Boah, die lassen wir nicht. Stony und Metall. Na, hier liegt immer viel rum. Hier scheint irgendwie keiner so wirklich zu looten. Hier war ich gestern auch die ganze Zeit. Das ist natürlich auch ein heißes Pflaster hier, ne? So, das nehmen wir natürlich auch hier einmal mit. Da muss auch ein bisschen gucken, dass der ist auch hier recht aktiv, hier die kleine Butze da links. Aber der scheint friedlebig zu sein irgendwie. Dann ist er gut. Ist auf jeden Fall schon zwei, dreimal an mir vorbeigerannt. Ich hab's auch nicht übers Herz gebracht, ihn wegzuknallen, wo er nackt war. Das macht man ja normalerweise nicht, ne? Ja, was?
die Nacken wegknallen. Muss er ja, ja eigentlich. Aber ich bin da immer ein bisschen gehemmt. Da unten ist auch nochmal ein Ressourcenstein. Eisen-Johnny. Ja, dann haben wir doch für die Öfen wieder was. Wenn wir es nach Hause kriegen, ist doch gut. Das kriegen wir nach Hause. Ja, wenn dann gleich der alte halbautomatische kommt. Kriegt er einen Pfeil in den Arsch. Ja. Was bist du, ne? Ich laufe mal hier schon rein. Oh, Höhle oder was? Ja, ich habe so eine Kopflampe gefunden. Aber hier ist nix. Und den komischen Aufzug, den kriegst du ja eh nicht. Ja. Das ist total scheiße. Aber ich habe ja jetzt so eine Helmkamera, also so ein Stirnlampe. Ja, und? Ja, da können wir vorne doch nochmal unten rumlaufen. Naja, wir müssen eh gleich Licht mitnehmen. Im Airfield können wir natürlich auch unten reingehen. Ist ja alles da. Ich habe Kerzenhüte hergestellt. Psst! Mach mal nicht zum Krach hier! Hm? Immer gleich Aufmerksamkeit erregen. Ja, die kleine Bude, die hier zwischen den Felsen steht, ist auch noch meine hier. Hier diese Einer Foundation. Das war meine Startputze. Ach so. Aber dann habe ich irgendwie den Legolas gemacht mit dem Bogen und habe da zwei Leute gekillt und konnte die Putze da einnehmen. Noch nicht schlecht. Ja, ja. Zwischendurch hatten wir mal so einen Moment. Ey, das gibt's doch nicht. Ja. Der ist zu blöd, den Stein zu treffen. Naja, hab ich auch manchmal. Ich hab mich auch schon gefragt, ob die da was geändert haben. So. Ach, das ist auch deine Putze. Jo. Ist auch derselbe Code, falls du den mal. Ja, eine Ausrüstung nur so. Ja, gut. Da ist nichts und ein Ofen noch. Und so kleine Ausweichbase wäre eigentlich immer komfortabel, ne? Ja, kann man das Ganze auch mal spawnen zur Not. Nee, belagert wär's. Um das geht's. So. Ja, einen Stuhl habe ich natürlich noch nicht gefunden, sonst hätte ich dir schon einen hingestellt hier. Ja, hab mich schon gewundert, ja. Ja, kannst du ja gleich am Airfield selber finden. Ja, wie es aussieht, wird es auch dunkel, oder was? Aber jene Base ist irgendwie immer dunkel. Da war ja noch was, was ich einlösen sollte, ne? Bin gespannt, also. Scheiße, falsch. Den da rein. So, wo hast denn du... Das ist so alles ein bisschen durcheinander. So. Stoff hast du hier mit drin. So, Seile, wo hast du die? Da nicht. Einzelteile sind hier in der kleinen Kiste, ja. Da hast du Steine. Nochmal Steine. Ja, ich habe auch noch Steine. So, ja, hier ist Holz. Können wir in der Nacht auf jeden Fall mal aufwerten oben. Das ballern wir gleich in die Öfen mit rein. So. Das auch nochmal teilen. 150 da rein, 150 da. Das ballern wir in den Ofen gleich rein. Teilen wir auch einmal auf. Zack. Zack. Dann, wo ist denn Zahnräder?
In der Ecke hier, in dieser kleinen Kiste hier sind die Einzelteile alle. Da sind Zahnräder. Da haben wir das. Was haben wir da oben? Ach, Muni, genau. Muni kommt. Oh, schon kein Geschütz, können wir mal in der Nacht gucken. Ja, Arschmarre. Wo hast denn du deinen Brennstoff? Da, wo der Stoff ist. Wo ist der Stoff? Hier. Ach. Und Seile und so Zeug? Da, wo du gerade warst mit den Zahnrädern. Unten rechts die Kiste. Von den vier, nee, von den kleinen hier. Hä, hey, bin ich jetzt blind oder was? Ach, hier klingen und hier den Herz. Na ja, kommst vielleicht ein bisschen schlecht dran hier, deswegen. So, das hätten wir. So, war was zu essen. Ja gut, es wird echt dunkel jetzt, ne? Ja, aber die Nacht geht recht schnell vorbei, habe ich gesehen. Also die ist ja wirklich nicht lang. Das? Die Frage ist halt, wie viel wir sehen, wenn wir jetzt zum Erfe gehen. Ja, nix. Ja, deswegen. Können wir mal, das geht nicht. Aufwerten oben. Ja, so, lass uns mal warten, bis der Tag anbricht und dann gehen wir Erfe. Das können wir machen. Das glaube ich am Verband habe ich. Gut, können wir nämlich mal hier die Spritze noch eben leeren. Können wir ein paar Spritzen mitnehmen, wäre ja nicht so schlecht. Der Schutzanzug sieht ja jetzt mal geil aus. Ja, den kannst du auch leeren jetzt. Der sieht nicht schlecht aus. So. Yeah. Ein bisschen Stoff, Brennstoff. Das glaube ich auch, ne? Anziehen. Ne, Schuhe brauchen keine. So will. Zack. Gleich mal 20 Spritzen angeschmissen. Ja, schließ mich mal ein. Ist schon in Ordnung. So, warte mal. Wo haben wir noch Stein? Hier kann ich den geben. Bei dir hier, gell? Ja, ich hab's hier. Da wollte ich hoch. Da ist Holz, da ist Stein. So, nehme ich mir mal 2000 mit hoch und mach die Wände voll. Da kannst du alles mitnehmen, ruhig. Stein. Ich weiß nicht, ob die 2000 reichen für alle Wände. Man braucht jetzt weniger für ein Dings, für Bauschrank, ne? Ja, das liegt nur an dem Server hier. Der Server ist hier so niedrig eingestellt. So. Kannst du aber, genau, da weißt du noch irgendwo die Tür, da kannst du aber glaube ich auch noch aufwerten. Stelle ich mich mal in die Werkbank, da crafte ich schneller. Oder haben wir hier noch irgendwas in der Kiste draußen? Zu einsortieren müssen? Ne, sehr gut. Ja, schon mal das Shotgun. So, da ist hier alles aufgewertet. Ein Stück weiter oben, da war schon alles fertig, ne? Was meinst du mit ein Stück weiter oben? Das geht gar nicht mehr höher, doch. Doch, da geht's noch höher, oder? Du kommst auf den dritten, aber der ist noch nicht gebaut halt.
Nein, da hinten waren noch zwei Wände jetzt. So. Jetzt muss ich mal gucken. Vielleicht einfach mal eins hier hinballern. Wohl sinniger wäre es ja hier irgendwo. Gut. Ja. Dann haben wir das. Zack. Schon wieder los mit dem Platzproblem hier. Was ist los? Zu wenig Kisten oder was? Wie immer. So immer so. Zweiten Stock irgendwo hin ballern hier. Zack. Aber die Türen sehen cool aus. Ja, jetzt mal was Neues haben wir. So. Wie sieht's hier aus? Alles voll, ne? Genau, was haben wir ja noch? Können wir eben anschmeißen. So, sehr gut. Kohle, Kohle, Kohle. So. Müsste eigentlich, glaube ich, jetzt langsam wieder hell werden, ne? Ich hoffe. Licht aus. Ah, noch nicht ganz, aber wir können uns ja schon mal Richtung Ausgang orientieren. Ach klar, Sonnenschein hier drauf. Ja, ja klar. Ja, wie letztes Mal beim Raid. Ja, ist hell, wird hell jetzt. Ja. Mitten in der Nacht, ey. Aber das wird demnächst. Das wird. So, ich habe noch ein paar viele Spritzen. Ey. Schon Spritzen mitgenommen? Sonst gebe ich dir gleich welche. Nö, ich habe nur drei Verbände. Na, no. Der craftet hier noch welche. Mal eben eine abwarten. So. Wo bist du denn hin? Ich bin schon hier beim Eingang. Ja. Da. Moin. Alter, du siehst so scheiße aus mit deiner Kerze auf dem Kopf. Alter, sieht immer scheiße aus. Ob eine Kerze oder das Einzige ist, wenn sie Wurfschädel aufhat, wenn man dann ihr Gesicht nicht sieht. Aber ansonsten sieht die immer scheiße aus. Hier, so, sieht sie genauso zombie-mäßig aus. Die haben die Haare angeblich verändert. Zeig mal her deine Haare. Ja. Angeblich wurde was verändert. Also, die sieht immer noch. Boah, geht doch. Geht doch, hä? Geht doch, gibt Schlimmeres. Ja. Kannst aber hier Oberkörper frei machen, ne? Kannst du gucken. Da Spritze habe ich dir in die Kiste gelegt, ne? Ah, wunderbar. Ja, gut. Ach ja, guck mal, jetzt wird hell, ne? Jetzt ist gerade stockduster geworden erstmal. Ja, meinst du? Zeig mal. Ja, guck das an. Gerade war es noch auf der Seite, auf meiner anderen Seite da drüben, oder? Mhm. Guck mal, hier ist hell. Na ja, gut. Scheint auch der Mond. Ja gut, Folge ist sowieso durch, bevor wir jetzt losgehen. Würde ich sagen, schmeißen wir eine neue Folge an. Ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wie ihr seht, endlich zu zweit. Und dann schauen wir gleich mal, was noch so geht. Also Leute, bis dann. Ciao. Ciao.